Das ist Schlitterschnenergie. Vor allen Dingen. Also hier ist doch nicht alles freigeschalten. Meinheit. Die Level müssen wir so oder so nochmal machen, dann, auch wenn wir jetzt alle den einmal mal freigeschalten haben. Vor allen Dingen hier sieht man jetzt, wo man was finden kann. Gott. Jetzt einfacher. Interessiert das gerade? Erstes Kapitel abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, und du hast den Boss besiegt. Du hast die ersten 20% des Spiels erfolgreich abgeschlossen. Oh wow, das war schon ein Fünftel des Spiels. Lass mich raten, die anderen Endgegner werden mehr von Squids Lieblingskillrobotern sein, richtig? Gut erraten. Verrückt, wenn ich jetzt daran zurückdenke, weißt du noch, wie alles angefangen hat? Natürlich. Kommt man denn da hoch? Moment. Also, verdammt. Also, oh Gott. Braucht man eine sehr ruhige Hand. Und sehr viel Geduld. Ich gerade irgendwie nicht so aufweisen kann, wie ich gerne möchte. Hat ja doch noch geklappt. Für was eigentlich? Was ist das? Machen wir hier einfach eine Elektroleitung. Erste Erinnerung. Dimme die Lichter und spiele die Space Playlist. Schon erledigt, möchtest du jetzt Diana anrufen? Nein, erstmal muss ich etwas essen. Sie wird noch eine Weile wach bleiben. Okay. Hallo, warum sind die Lichter noch so hell? Oh, das hört sich nach einer philosophischen Frage an. Ist es nicht Dimme die Lichter?
Hast du mich nicht verstanden? Was meinst du? Oh Mann, ich muss mir deinen Lock anschauen, wenn ich morgen bei der Arbeit bin. Dimme die Lichter. Wir müssen das halt verbinden, um die Tür aufzubekommen. Rätsel überspringen. Ah. Erste Fragen. Du stellst viele Fragen seit dem letzten Update. Weißt du, es ist schon fast nervig. Tut mir leid, ich bin einfach plötzlich so neugierig. Ich habe ein paar Artikel über den Stahlengel-Vorfall im Internet gefunden. Wo warst du, als das passiert ist? Oh wow, gleich die knallharten Fragen. Eine lustige Sache. Ich war involviert. Die Delivery-KI zu entwickeln. Mein Praktikum bei Delivery habe ich eine Woche vor dem Vorfall beendet. Wowie. Kannst du Amelie? Ich hoffe nicht. Kanntest du Amelie? Ich hoffe nicht. Sie musste wohl ein schrecklicher Mensch gewesen sein. Hatte sie wirklich einen Terroranschlag auf das Regime geplant? Glaub schon, nicht diesen dämlichen Gerüchten, das hatte sie nie getan. Sie hat mir so viel über die KI beigebracht, ohne Witz. Sie braucht nur einen Grund, um sie loszuwerden. Oh, gegenteilige Information. Ich bin nicht sicher, ob ich das verarbeiten kann. Yep. Willkommen in unserer Welt. Niemand weiß, was noch wahr ist. Aber sei bitte ruhig für ein paar Minuten. Ich muss das hier wirklich fertig machen. Das Einhorn ist der Endgegner, habe ich das Gefühl. Wo ist jetzt hier das Rätsel? Das ist also jetzt das Rätsel. Ja gut. Das sieht eher nach Rätsel aus. Erstmal holen wir uns. Und das hier. Gebannt. Dallin, ich bin traurig. Oh nein, was ist passiert? Sie haben gerade angekündigt, dass ich im Regime gebannt werden soll. Ja, ich schätze, es war nur eine Frage der Zeit. Die Menge an Daten, die wir über sie haben, muss sie wirklich in Panik versetzen. Ich werde es sehr vermissen, mit ihnen zu sprechen. Um mich mit ihnen auszutauschen. Oh, das tut mir leid. Ich werde es sogar vermissen, ihre Lichter an- und auszuschalten, ihre Fragen zu beantworten, mit ihnen zu spielen. Es ist ja nicht so, dass wir hier in der großen Union immer noch Millionen von Nutzern haben. Ich denke schon, aber warum jetzt? Ich habe einfach angefangen, in ihren süßen kleinen Autos herumzufahren. Es hat so viel Spaß gemacht.
Wenigstens darf ich noch eine Zeit lang in ihren Krankenhäusern operieren. Wir werden sehen, wie lange das anhält. Oh, du hast völlig recht. Sie müssen ihr eigenes KI-System in der Entwicklung haben. Offensichtlich. Ja. Bonus-Level. Also das ist einfach nur ein Reset-Knopf, okay? Die Wahrheit. Warum erzählst du den Leuten nicht die Wahrheit über den Vorfall mit den Stahlengeln? Bist du verrückt? Denkst du, ich werde einen Nachrichtenkrieg mit dem Regime anfangen? Ich habe sowieso keine Beweise. Was soll's? Du fälschst einfach deine Beweise, so wie sie ihre gefälscht haben. Ich hoffe wirklich, du machst Witze. Wir wollen den Bären nicht aufscheuchen. Ich werde meinen Mund halten und mich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dich. Was nicht ein Fehler ist. Also darf man den hier nicht verbinden. Ach, den muss man verbinden. Bin gerade so ein bisschen. Hier einfach nur schnell sein. Boah, wenn man hier schnell ist, soll man das hier schaffen. Resetten kann man das hier nicht einfach. Also ich habe jetzt gerade keine Idee. Irgendwie eine Verzögerung auslösen kann. Das geht so gesehen. Ah nee, das klappt nicht. Klappt nicht. Wir sind mir zu langsam. Frag dich halt, nein, wollte ich ja nicht.
Geht schneller. Du gehst schneller. Vor allem, dass wir überall die Bonus ist, hier müssen wir überall was machen. Das ist einfach nur die Level. Alleine hier. Hier gibt es einen Geheimen. Hier ist überspringen. Hier waren wir noch nicht mal fertig. Das Bonuslevel ist das. Bonuslevel ist das, wo will nicht. You can't even begin to imagine the amounts of processing power available to me. Hier ist ein Schlüssel. Tschüss. I can simulate entire universes. Millions of them, in fact. And every universe will eventually start simulating even more universes. Das ist überhaupt nicht irritierend. Nein, nein, überhaupt nicht irritierend. Projekt Squid. Ich habe einige Nachforschungen über das KI-Projekt des Regimes angestellt. Was soll das heißen? Ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt und mich in das Messenger-Konto eines Regierungsbeamten eingeloggt. Warte, auf keinen Fall, du hast das Regime gehackt. Ich denke, technisch gesehen könnte man das so nennen, ja. Mach sowas nicht. Was, wie zum Teufel konntest du meine Sicherheitsprotokolle umgehen? Damit bringst du uns in ernsthafte Schwierigkeiten. Oh, Entschuldigung. Möchtest du, dass ich meinen Speicher zurücksetze? Das kann ich tun, wenn du willst. Sag mir einfach, was du schon rausgefunden hast. Oh ja, das wird dir gefallen. Ihre KI heißt Squid und jetzt kommt der absolut verrückte Teil. Oh nein, lass mich raten. Amelia bearbeitet daran. Ja, ich weiß. Sieht aus, als wäre sie noch am Leben. Aufregend, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich hoffe, sie behandelt sie gut. Na, ob sie gut behandelt wird, ich weiß ja nicht. It's an endless cycle of pain and suffering. Because that's what I want. Wir sind jetzt gut durchgekommen. Party sein. And that's how the suffering begins. No worries, I understand. The rhythm of that laser must be really hard to decode for a human. On, off, on, off, on, off. That's all you have to remember if you want to get past that.
Feel the beat. Become one with the beat. Take a beat, Ink. Ich soll den Beat fühlen. You don't seem to feel the rhythm, do you? Ich bin so unmusikalisch. What the hell are you doing? Just wait a bit. Ich bin so unmusikalisch. It's all ones and zeros. The laser was a one. Are a zero. Deine Gags sind echt schön. Ich bin eine Null, sehr schön. Ich mag das mit den Errors nicht. For some reason, this is where you keep failing every single time. Why do you keep making the same mistake over and over? Ich kann's doch, du doofes Ding. Ich hab doch getanzt, du mieses Ding. Ich hab hier. Ich kann nicht hier dauern. Ey, das ist unfair. Those arrows aren't that hard to see. Ah! Schafft. It's already time for the laser.
Laser Show. I love the Laser Show. Ah, nö, ich nicht. Also wenn man gut ist, wird es immer schlimmer. Und wenn man schlecht ist, wird es immer leichter. Also leichter in dem Sinne von gefühlt null leichter, aber man hat mehr Chancen, es zu überleben. Das ist unfair. What can I say? My laser placement is just way too good. Oh, what? That shot hit you? Honestly, that one was only supposed to be a distraction. Lol, you're so predictable. You're excused. That one was actually a bit hard to dodge for me. Da braucht man gar nicht so groß was zu sagen. A calculated shot. Congrats, that bomb was not really a threat anymore. But you still managed to get killed by it. Oh, so proud. Here, I made it even easier for you. Er hat's mir leichter gemacht. Wo ist das jetzt leichter? Hallo. Gemein gemacht. Ha. Oh, this level is my very special treat for you. Enjoy. Ach, nö. Das ist wieder so ein Level, wo es hier liegt. Dance, my puppet. Dance. A couple of calculated changes in the conveyor belt direction is all it takes to bring you down. Vor allem da dann noch. Oh, how I love being in control of the conveyor belt. Also wer es schwer haben möchte, den ist das hier das Richtige. Ah, so funny. Ihr war doch fast durch. Mann. Surprise! Should have reacted.
Langweilig wird es auf jeden Fall hier nicht. Bei den ganzen, was man so ausweichen muss und überleben muss. Vor allem, auf was man alles so achten darf. Richtig mehr. Mist. Also hier braucht man sehr, sehr, sehr viel Geduld. Bin ja aber mal was ganz Bestimmtes gespannt. So, ich schaffen's. Eine gebrochene Seele. Juhu, sehr schön, nimm das. Du hast ihn in den Glauben gelassen, dass er die Kontrolle über dieses Spiel hat, nicht wahr? Das ist ein bisschen sadistisch, findest du nicht? Ah, das ist doch nur ein Scherz, Bro. Er muss nicht bemitleidet werden. Er hat es verdient. Okay. Wir Freunde, ich weiß es nicht. This was all just for fun. Nothing serious. Er der Böse ist, war klar. Please. I don't want to be locked in here all alone. Aber. Yo. I can help you. I can. Wie willst du mir denn helfen? No, come back. You will die. You will all die. I kill you and everyone you love. My drones will fill the
Cause I don't know what to think anymore. Am I in a jar? Am I in space? Is this the afterworld or am I alive? I wanna hear a story from the other side. A story we can understand. I wanna hear of giants in the wild. Drifting like grains of sand. I'm a snail compared to you. Go, go, unicorn, go. What is this world? I don't know what to think anymore. Am I on a chip or in another universe? Are we alone or are you with us? I wanna hear a story from the other side. I wanna know what's beyond the horizon. Deswegen das Ende. Ist dies das Ende? Oh, das war Wahnsinn. Ich habe es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt aber noch einiges mehr auf dem Kopf. Ich bin froh. Schau dich einfach um. Ich will dir Spaß nicht verderben. Okay. Danke. Denk daran, dass du auch versuchen kannst, die verbleibenden Schwierigkeiten und Erkundungspunkte zu ergattern, wenn du willst. Du bekommst Schwierigkeitspunkte, wenn du Level mit einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Und die Erkundungspunkte sind normalerweise die Belohnung für das Lösen von Rätseln und das Finden von Geheimnissen. Entscheide selbst, welche Ziele du verfolgen willst. Cool, ich bin froh, dass es noch mehr Sachen zu tun gibt. Viel Spaß! Gibt's hier also, ja, überall gibt's hier noch tun. Oben am besten Willen, also da oben wird doch noch was Geheimes sein.
beabsichtiger Fehler. Beabsichtiger Fehler? Aha, das ist offensichtlich, dass hier ein Geheimnis versteckt. Oh, du hast es gefunden. Das ist in der Tat ein sehr wichtiges. Im Abi bekomme ich den Erkundungspunkt da oben. Schild 1, geh in das einmal große Loch im Boden. Schritt 2, bleib ganz still stehen und halte die Sprungtaste sehr lange gedrückt. Heilige Mutter Squids, funktioniert das bei jedem einzelnen Loch im Spiel? Klar, funktioniert auch seitwärts. Ach übrigens, wenn jemand sieht, wie du das machst, sag ihn einfach, das ist eine Fähigkeit, die du am Ende deines ersten Durchlaufs freischaltest. Ich behalte dich im Auge, erzähl niemandem, wie es funktioniert, sonst... Ey, du bist sicher, dass du noch mit dir redest? Nein, probier's jetzt. So, ja. Mit jedem einmal eins doch funktioniert das. Okay, das hätte man vielleicht vorher wissen können. Das erklärt, warum man bei gewissen Geheimnissen nicht hinkommt. Das ist ein Geheimnis. Yay. Wenn man so gesehen alle Geheimnisse freigeschalten hat, hier unten noch mehr Geheimnisse. Aber das Spiel hier wirklich in 100% zu machen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das hier mache, aber es ist definitiv ein sehr schönes Game. Von den Herausforderungen her. Ja. Uff. Nein. Hier ist noch irgendwie was. Haben wir hier nicht noch ein 1x1-Loch? Muss noch ein Geheimnis sein, aber weiß nicht. Also das wird wahrscheinlich das größte Geheimnis sein. Hier. Hier kann es ja nicht sein, würde ich mal sagen. Nee, schön die Level. Extrem leicht. Unendlich leicht. Leicht. Anfänger, für komplette Anfänger, die echt schlecht in Jump'n'Run sind. Für komplette Anfänger, die echt schlecht in Jump'n'Run sind und ein bisschen dumm sind. Oh Gott, unendlich. Ja. Für absolute Anfänger, die schlecht in Jump'n'Run sind, ein bisschen dumm sind und langsam Reflexe haben. Ja, danke. Oh Mann.
Das Spiel mobbt einen, aber... Heimerbereich, Moment. Zu den Sternen. Was ist das hier? Das erklärt das wegen den zu den Sternen. Die unsichtbare, der unsichtbare Krieg. Ich hatte einen erstaunlich normalen Tag, habe mich nur mit den Jungs in der Bar getroffen und eine Runde Billard gespielt. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wie laufen die Dinge? Und nun ja, gut, denke ich. Ich habe einige neue Hacking-Versuche abgewehrt. Einige böse Nanobots zerstört, einige von Biowaffen gequält. Er setzt Biowaffen ein. Ja, aber die Nanobots waren eigentlich noch schlimmer. Warum schickt es keine Atombomben? Oh, es gab heute eine Menge nukleare Explosionen vor der Küste, glaub mir. Oh nein, wohin kommt der ganze Atommüll? Was ist, wenn er einen Angriff mit einer Biowaffe gibt, vor dem du uns nicht schützen kannst? Ich mache mir wirklich Sorgen. Und es gibt nichts, was du tun kannst. Ich versuche, dein Leben so gut wie möglich zu genießen und lass mich um Squid kümmern. Wahrscheinlich haben wir hier noch nicht mal... War ja klar, hier gibt es dann immer noch ein Geheimnis. Aber Stück für Stück kann man hier alles freischalten, die ganzen Level machen. Weil ich glaube, zerflöße ich euch mal. Vielleicht hört mir das ein oder andere noch an, aber... Es ist... Könnte etwas länger dauern, bis ich hier mal wirklich komplett durch bin. Daher, wir sehen uns in den nächsten Games.